Das ist jetzt natürlich ein Problem. Oh Gott. Jawohl. So sollte er natürlich nicht da sein. Le, klappt das jetzt nicht? Du willst mich verarschen, oder? Doch, klappt. Gut. Was ist denn, wenn ich das jetzt wie folgt mache? Da so ein Zaun dann sitze. Nee, Mama, das klappt nicht. Da? Nee, warte, da. Komm schon, das könnte eine super Idee sein. Klappt nicht. Wieso klappt das nicht? Voll. Nein! Den finde ich gut. Auch schon, wenn du dich in FIFA oder PES aufgeregt hast. Auf die asozialste Art, wie sie geht. Oder wenn die auf Ballbesitz spielen. Ich denke mir da, Alter, ganz ruhig, ey. Immer wenn du dich da aufgeregt hast, dass sie auf Ballbesitz spielen. Ey, bleib mal ganz ruhig, das ist Fußball, so läuft das. Nein, ich hasse das aber. Ich weiß, ich hasse das auch, ich kann dich auch völlig verstehen. Aber weißt du, da hat FIFA eben, da setzen die so ein bisschen auf Realismus auch, ne? Ja, aber ich finde es nicht realistisch, wenn so eine zweite Ligamannschaft auf einmal so wie auf Ballbesitz spielt wie Bayern. Ja, und wenn du dann gegen Bayern spielst, dann fängst du in der kurzen Anaufnahme an. Okay, ja. Ja, ich weiß aber, was du meinst. Und die dann genauso ja, gut gut. auf Ballbesitz spielen wie Bayern. Spielen ganz normal, also ja. Oder Gladbach, die eigentlich voll die Kontermannschaft ist, auf einmal voll auf Ballbesitz spielt. Ja, was heißt denn auf Ballbesitz, dass sie sich mal fünfmal den Ball zueinander Die spielen? spielen sich eine fucking halbe Stunde den scheiß Ball da hin und her. Eben nicht, Alter. Doch. Das ist voll schlimm. Voll scheiße, das Spiel. Ja. Kauft es euch nicht. Meine Güte. Hauptsache, ich habe mir heute mal so, weil ich halt kein Internet habe, mal so ein Pro erstellt, ne? Das wie werde zur Legende in PES. Naja, Road to Glory, vielleicht Genau. heißt das im Deutschen auch so, weiß ich nicht. Karrieremodus eben. Ihr Pro. Aua. Da kann man übrigens auch trainieren, wie im Karrieremodus. Das ist ziemlich cool. Da hat man auch Ja, das ist fünf wirklich cool. Trainingseinheiten und kann dann da auch durchgängig dann trainieren. Ja, das finde ich ein bisschen schade, dass es das in PES noch nicht gibt. Aber das ist cool auf jeden Fall für sich selber so zu trainieren. Ich finde, das ist auch endlich mal so ein kleiner Unterschied. So, weil letztes Jahr gab es das halt nicht und davor die Jahre halt auch nicht. Und auf einmal kann man trainieren. Weil vorher haben die halt echt nichts am Karrieremodus gemacht, höchstens ein paar News ausgebessert, aber mehr auch nicht. Ja. Oh. Das fand ich dann immer ein bisschen scheiße. Also, ja, in FIFA 15 habe ich den Karrieremodus eigentlich genossen. Das war aber auch der erste Karrieremodus, den ich da gespielt habe. Also kann ich da so nicht viel zu sagen. FIFA 14 habe ich gar nicht gespielt. Aber den Karrieremodus, vor allem den Pro-Karrieremodus, den fand ich schon sehr geil. Ja. Also ich Das habe da ist auch auch. meine eigene Mannschaft erstellt, den TSV, und das ist schon sehr cool gewesen. Ich habe auch in der Pro-Sicht die ganze Zeit gespielt, um das ein bisschen echter zu machen. So, das ist jetzt so umgebaut, okay. Warte. Ach, gute alte Zeiten. Die Folge kam schon raus mit der Pro-Sicht, oder? Ja, gestern Okay. kam einer. Ich weiß ja nicht, was ich davon Richtig. so richtig halten soll, ne? Weil die. Keine Ahnung, du kannst da besser dribbeln, aber das Passspiel und so ist nicht so geil. Ja, hast du meinen Kommentar gesehen? Ja, mit den Schießen. Mit dem Schießen auf manuell oder so stellen heißt das ja dann. Damit kannst du den eben, ja, deine Spieler
Die sacken so sehr, die schießen nur auf den Mann, ja, egal aus welcher Sicht. Unglaublich. Das ist auch egal, wie fest oder wie perfekt du die Schusskraftanzeige ausfüllst. Die schießen immer auf den Mann. Und das kannst du am besten lösen, indem du eben das Schießen auf manuell stellst. Da muss ich mich auch voll umgewöhnen, das ist so krass. Weil manuell schießen, dann schieße ich immer irgendwo hin, eckfahrenmäßig so. Ja, aber damit geht's eben besser. Ja, also klar. So schwer ist das auch nicht. Vor allem eben, wenn du jetzt in der Standard-FIFA-Sicht wärst, dann wäre das schwer. Und ob. Aber wenn du in der Pro-Sicht bist, dann hast du ja eine viel bessere Sicht eben. Das erleichtert dann alles nochmal. Ja, da hast du recht. Eisenerz, cool. Ja. Wie viele Folgen nimmst du denn immer so am Stück auf? FIFA? Viel wie ich Bock habe. Jetzt die letzten habe ich so 4 oder 5 hintereinander aufgenommen, aber manchmal nehme ich auch nur 1 oder 2 auf. Hättest du eigentlich nur bei Origin, dass du nur eine Partie spielst und dann warst du es auch wieder? Doch schon so 22 Uhr oder so. Ja. Und deshalb denke ich mir jede Folge, ey, jetzt holst du natürlich den Tim, dieses super Wunderkind. Die Folge ist noch gar nicht draußen, ne? Den Tim Liederlechner. Liederlechner, jawohl. Ich glaube, ich muss dich ein bisschen enttäuschen. Enttäuschen? Enttäuschen. Ja. Enttäuschen? Ja. Ja, ich bemerke alles. So, okay, jetzt habe ich natürlich wunderbare Scheiße hier gemacht. Aber da kann ich nichts für. Na, jetzt habe ich aber Mist gebaut. Okay, die Schaufel ist hin. Hast du schon neue Werkzeuge gemacht? Nee. Hast du die Eisenbarren und die Stöcke vielleicht bei dir in der Truhe oder bei dir? In der Truhe. Gut, dann mache ich das jetzt mal. Hallo. Ist jemand da im Haus? Was? Das ist doch nicht leer. Das ist nicht leer. okay, 17 Eisenbarren und ein paar Stöcke. Nein. Hier bei dir hast du auch noch Zaun drin. Ja, ich würde gerne mal sehen, wie du jetzt damit arbeitest. Ja, auf jeden Fall wird es immer höher und höher und höher. Okay. Guck einfach ans Fenster, da siehst du so kleine Holzzäune. Das ist zwar nur minimal besser, aber ich glaube, besser kriegst du nicht hin. Sind das jetzt die Tore? Ja, ja. Und die kannst du zuklappen, okay, das ist aber eine geile Idee. Das sieht sehr gut aus, ey. Wenn irgendjemand drankommen würde. Warte, kann ich gar nicht damit interagieren? Eigentlich schon. Normalerweise. Ich bin ja auch zu blöd dafür. so eine Intelligenzgrenze, die du einhalten musst und da. Ja, um Zäune zu öffnen. Wow! Boah, zum Glück hast du das jetzt nicht gesehen, ey. Reden wir gerade drüber, ich will eigentlich das Tor zumachen und ich platziere einen Block davor. Ja, leider kann ich damit. Warte mal, da hängt mein ganzes Minecraft gerade? Ja, eigentlich nicht. HDRT6. Weil er zeigt mir. Boah, ist das seltsam. Keine Ahnung, ist ja auch egal. Wo bist du? Im Wald. Rechts vor meinem Haus, wenn du von meinem Haus aus siehst. Mhm. Ja, rechts vor deinem Haus, wenn du von deinem Haus aus siehst. Okay, danke. Ich hab's jetzt auch kapiert. eine Axt? Okay, wie geht denn eine Axt? So geht eine Axt. Axt. Mich verarschen? Nein! Meine Axt ist kaputt. Was war das denn jetzt für eine Verzögerung? Wieso? Ach so, lol. Ich dachte, das wäre eine Antwort an mich. Und jetzt habe ich es gerade bemerkt, nach 5 Minuten. Okay, seine Axt war kaputt, alles klar. Oh, Alter. Ja.
Ich liebe so welche Momente. Okay. Du hast mein Eisen! Ja, ich hab dein Eisen. Ich hab. Ja. Nein. Ich hab bei mir gerade auch noch was reingeschmissen in meine Öfen. Ich hab daraus jetzt 5 Äxte gemacht. Okay. Ansonsten kannst du ja selber gehen, Mann! Ich hab 20 Eisen. Oh, nee. 36, wenn du welche haben willst. Was zum Teufel sind das für Laute? Du hast ganz kurz irgend so ein Laut gemacht. Na, du hast bei mir ganz kurz. Ja. Da dachte ich, du gähnst und du lächeln musst. Was willst du denn, hallo? Hast du nicht gesagt, du hast 36 Eisen, oder? Ja, ich wollte sie dir gerade geben und du läufst einfach durch dich durch und ich bleib stehen. Und ich eigentlich, what the fuck? Oh, Gott. Oh, shit. Ich habe auch noch Sticks für dich, hier 10 Stück. Geil. Was ist denn da bei dir runtergefallen? Mein Block. Dein. Okay. Dein Mauspad wieder runtergefallen? Nein, mein Block. Okay, ich will keine armen Witze über dich machen, weil ich habe selber kein Mauspad. Du hast wahrscheinlich voll das Tolle von Razer oder Rocket oder so. Oh ja, da steht, warte. NRW Aktion Suchtverbeugung. Drauf. So ein Werbegeschenk. Ja. Gaming Mousepad, ja. Nein, da steht drauf. Bloß nicht abstürzen. Boah, jetzt wird das wieder warm hier, ey. Das ist so köstlich, ey. Das ist besser als ein Razer Mousepad. Das ist besser, wollte ich gerade sagen. Der braucht schon so ein scheiß Razer-Mauspad. Der braucht schon so eine Scheiße für 50 Euro. NRW Anti-Sucht-Forum. Ja. Du brauchst einfach so ein Mauspad, das nach dem ersten Gebrauch schon so die Kanten sich lösen. Wo es sich schon hochkreuzen. Ja. Schon bevor du es benutzt hast. Schon beim Kauf. Ja, ja, das muss so. Das gibt mehr Grip. Ja. Mehr Grip. Das muss so. So, Diorit 4. Ey, scheiße, ist jetzt kein Diorit mehr. Hast du Diorit bei dir? Warte. Nee. Der weiße? Nee. Dann suchen wir mal so weiter. Echt so dunkel. Wird schon wieder dunkel. Wird Zeit auszuleuchten. Wie ist denn der Shader so von der Helligkeit her? Gut. Nur halt in der Nacht jetzt halt dunkel. Ich glaube, in der Aufnahme scheiße, wird man nichts sehen. Das ist aber scheiße. Sollen wir uns mal beschweren bei dem Machen? Ja, ich glaube schon. So, in der Nacht kannst du ja gar nichts sehen. Ja. Wieso ist die Nacht so dunkel? Oh Gott, das tut fast schon weh, ey. So schlechte Witze. Ja, dann, ja, keine Ahnung. Meine Spitzhacke ist wieder hin. Hast du eine Spitzhacke zufällig gemacht? Natürlich, ich habe 100 Spitzhacken. Hast du eine gemacht? Nein. Okay. Ja, toll, jetzt haben wir. Was hast du von den Eisendingern gemacht? Eine Axt. Du hast eine Axt gemacht, du Arsch? Ja. Wieso? Weil ich gerade gesagt habe, dass ich 5 Äxte gemacht habe. Ja, dann hab ich in deinen Ton geguckt und du so, ja, ich hab die doch dabei und gibst mir die Eisenblöcke. Ja, weil du die Eisen wolltest. Du hast mir nichts von Äxten gesagt. Ja. Was hast du denn von dem Rest der Eisendinger gemacht? Die hab ich als Ablage in meinem Inventar gelagert. Dann will ich die gerne haben. Okay. Mache ich jetzt noch ein bisschen Ausrüstung daraus. Wo bist du denn? Ich komme jetzt. Warte, ich schmeiße vorne runter. Danke. Okay. Kein Problem. Okay. Ja. Flup.
Fupp. Womp. Hast du noch Sticks? Müsstest eigentlich noch welche haben. Kannst du mir die direkt hier vor hinwerfen? Ich bin gerade im Inventar, im Menü. Wäre echt praktisch, wenn ich die jetzt aufsammeln würde. Wo bist du denn gerade? Ich bin gerade an deiner Werkbank. Hier drin, Werkbank? In deinem neuen Dingens. Wie viel brauchst du denn? Gib mir alle. Du hast ja, glaube ich, 10 oder so. Jawohl, danke. Gib mir alle. Ich will alle. Ey, wer stört? Oh, das denn, du kleiner Bastard. Du kleiner Bastard. Wie kannst du auch? Kennst du diesen Hans-Entertainment-Moment, wenn du Hans-Lache in jede Geisterbahn einbauen könntest? Nee. Kennst du den Heini nicht? Nee, 1, 2, 3. Naja, macht ja nichts. Flup. Sieht gut aus, ne? Oh, jetzt haben wir aber ein voller Inventar. Das sieht gut aus, hab ich gesagt. Alles klar. Dann können wir uns da auch hochbauen. So, was brauchen wir noch? Wir brauchen. Ich hab das so. Was hast du gemacht? Kotze geschmeckt, ganz gut. Mmm, lecker. Das ist vielleicht. Boah, warte mal, was ist hier los? Was ist hier los? Keine Ahnung, ich glaube, ich muss kotzen. Aber macht ja nicht. Jetzt reicht's aber, Alter. Zwei, drei, vier. Aber eklig, in der Tat. So. Was bauen wir? Schwerter. Düt. Eins, zwei. Eins, zwei. Oh shit, ich hab einen Stein zu wenig. Hast du zufälligerweise einen Stein? Ich kann hier ja auch einen Stein abbauen. Ergibt Sinn, ne? Ja, danke. Stein. Ja. Stein. Ja. Oh, ich habe absolut keinen Platz, das ist ja phänomenal, ey. So. Sieht auch wunderschön aus, oder nicht? Sieht ja wunderschön aus. So, was kann ich denn hier noch wegwerfen? Ach, sehr schön. Boah, ey, sehr schön, erstmal eine Kiste hier. Oh, sollen wir uns wieder ein Lagerhaus machen holen? Ja. Will ich auf jeden Fall. Und dieses dann auch zu Ende bringen. Ja, das wirst du auch, keine Sorge. Also bei den Nitrado-Servern, da habe ich jetzt auch vollstes Vertrauen, da sollte schon nichts passieren. 1, 2, 3, 4. Check. Na gut, dann werde ich das Lagerhaus irgendwann später bauen. Ja, macht es aber groß genug. Ja, also ja. Größer auf jeden Fall als das letzte. Ich werde es auch versuchen, in dem Stil zu machen, was du da hattest. Weil das sah schon sehr geil aus. Kommst du einmal kurz zu deiner Werkbank und damit jetzt einfach kurz die Gegenstände da auf, weil da sind nämlich Schwerter dabei, ansonsten kannst du den Rest wegwerfen. Nicht, dass sie despawnen. Ja, ja. So, habe ich jetzt. Nee, ich habe immer noch kein Diorit. Ich brauche mehr Stein. Okay. Ich habe Stein. 55, willst du? Ja, wäre nett. Danke, Dön. Bitteschön. So, jetzt hoffe ich aber, dass ich gleich wieder Diorit finde. Ja. Erstes Soundtor. Nein, falsch! Nein! Nein, falsch! Ach, Pascal, jetzt konzentrier dich doch. Richtig. Okay. Schön. Danke. Danke.
Flip. 2, 3, 4. Eine drüber. Ne? 1, 2, 3, 4. Eine drüber. Richtig. Jawohl! Da ist er, der Diorit. Sehr schön. In Mengen und Massen, wie ich es gerne hab. Oh ja, wundervoll. Goldgrube hier vor deiner Kathedrale. Ist das jetzt eine Kathedrale? Oder ich wird das unser Ahnung. Lagerhaus? Ich hab keine Ahnung. Oder eine Burg, ein Schloss aus Holz. Ja, wunderbar. Angreifer, seid gewappnet. Wenn ihr versucht, mit Katapulten und brennenden Riesenkugeln unser Häuschen da niederzuholen, kaputt zu machen, dann habt ihr euch aber geschnitten, weil das werdet ihr niemals schaffen. Ich bin Sparta. Ich weiß nicht, wieso ich das gerade gesagt habe. Ich kann mir vorstellen, dass bei dir irgendwas Lustiges passiert ist, aber... Nein. Wow, okay. Ich wollte eigentlich sagen, ich brauche Zauntore, aber... Dann habe ich auf einmal so, ich bin Sparta im Kopf gehabt. Achso, ja, dann, okay. Ja, das macht ja nichts. Ja, es wird schon wieder hell. Das ist gut. Das ist wunderbar. So, jetzt hier ist dann auch wieder alles ausgeleuchtet. Alles klar. Dann würde ich auch sagen, das hier ist erstmal die Kathedrale oder keine Ahnung was es ist. Und wir machen hier eine kleine Pause. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Und will der Kirin mal noch etwas sagen? Okay. Und dann solltest du am besten Ende machen, das Video enden lassen. Das ist lustig und die...